Wer fotografiert und filmt, der braucht natürlich auch jede Menge Akkus und jede Menge Strom. Manchmal haben wir vielleicht sogar verschiedene Kamerahersteller am Start und verschiedene Akkus und 10.000 Ladegeräte, die dann auch noch ziemlich langsam sind. Dieses Gerät, das SN4 von Xtar, das ist ein Kickstarter-Projekt gewesen vor kurzem, das ist jetzt auf den Markt gekommen und das verspricht, die Akkus nicht nur wesentlich flexibler zu laden, sondern auch viel schneller. Und was da dran ist, das schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Ja, Pergear hat mir dieses Gerätchen zugesendet. Ich habe kurz überlegt, ob ich es annehme, aber ich habe schon lange nichts mehr über Ladegeräte gebracht und ich glaube, mittlerweile ist meine Abonnentenzahl auch gewachsen und den einen oder anderen mag das vielleicht schon interessieren. Denn schaut mal auf euer Ladegerät, da werdet ihr ganz spannende Angaben entdecken. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir machen das mal hier auf und ich zeige euch zuerst mal das Gerät, dass ihr ein bisschen was zu gucken habt. Ja? Und Herzstück dieses Geräts ist natürlich zuerst immer mal das Netzteil. Also, das ist das Teil, wo der Strom rauskommt. Und da interessiert uns natürlich, mit wie viel Ampere kommt denn hier der Strom eigentlich raus? Ja? Und wenn ich hier im Kleingedruckten mal drauf schaue, dann steht hier, dass bei jeder Voltstärke, also egal ob 5 Volt, 9 Volt, 12 Volt, 15 Volt, plus bei 20 Volt ist ein bisschen weniger, aber das interessiert den wenigsten, kommen 3 Ampere aus diesem Netzteil raus. Und das wiederum ist gleich sozusagen die Geschwindigkeit, mit der wir Akkus aufladen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, zum Beispiel bei mir im Auto, ich habe so einen Zigarettenanzünder-Adapter, kann ich euch ja auch mal unten verlinken, so ein Gag, wenn ich euch schon so einen Teil vorstelle, kann ich den auch mal mit reinschmeißen unten in die Videobeschreibung. Da steht drauf, 1 Ampere ist eine Buchse. Und auf der anderen Buchse habe ich 2 Ampere. Das ist natürlich wichtig zu wissen, weil wenn ich jetzt mein Smartphone auf das eine Ampere stecke, dann dauert der Ladevorgang doppelt so lang, als wenn ich es auf 2 Ampere stecke. Und ich nenne jetzt keine Namen. Da unten stehen ganz viele Ladegeräte. Da war ich erschrocken, als ich jetzt anlässlich dieses Teils mal geguckt habe, mit welcher Geschwindigkeit laden die eigentlich. Denn meistens war es mir ja egal, ne? Ich habe so Dockingstations, da packe ich die Akkus rein über Nacht und dann sind die am nächsten Tag voll. Wenn es aber mal schnell gehen muss, dann habe ich mich schon öfter mal geärgert, dass das ziemlich lang dauert. Und jetzt habe ich mal geguckt, mit welcher Stärke, Ampere-Stärke laden die denn eigentlich? Und was musste ich da feststellen? Wenn ich einen Akku reinstecke, lädt das Gerät mit 1,5 Ampere. Und wenn ich 2 Akkus reinstecke, halbiert sich das natürlich und ich lade nur noch mit 750 mA. Noch schlimmer, ein weiteres Ladegerät lädt generell nur mit 1 Ampere. Sobald ich 2 Akkus reinmache, halbiert sich das natürlich nochmal. Das ist richtig wenig. Und deswegen bin ich froh, euch mal dieses Teil hier vorstellen zu können. Ich lege euch mal diesen Netzadapter dahin. Der hat natürlich einen USB-C. Ich schließe hier mal unseren europäischen Stecker an. Ja, da gibt es verschiedene, die man natürlich auch für jedes Land interessiert euch nicht. Ihr wohnt wahrscheinlich sowieso Schweiz, Österreich, Deutschland. Aber gibt natürlich auch andere Adapter für andere Länder. Und interessant ist natürlich, wir haben hier eine USB-C-Buchse dran. Und warum ist das jetzt erstmal interessant, bevor wir uns die Ladeschalen anschauen? Denn wir haben somit auch einen 3 Ampere USB-Charger. Das ist gar nicht mal so unwichtig, denn da könnt ihr auch ziemlich zügig dann euer Handy aufladen oder auch andere Geräte, wie zum Beispiel diese RGB-Sticks, die ich hier nicht mehr im Bild habe, aber ihr seht die Farben dieser Lampen. Die haben ja auch einen USB-C und da stecke ich die dran und die Lampe lädt dreimal so schnell, als wenn ich sie einfach an eine 1 Ampere-Buchse hänge. Und das ist schon wirklich interessant, weil so macht ihr aus 9 Stunden Ladezeit 3 und dementsprechend auch aus 3 Stunden 1 Stunde. Und an diesem USB könnt ihr natürlich jetzt dann diese Ladeschale anschließen. Und das ist nicht uninteressant, denn jetzt haben wir eben diese 3 Ampere hier anliegen und das verteilt sich dann über mehrere Akkus. Und wenn ihr jetzt meint, dass ihr dann bei 2 Akkus 1,5 Ampere habt, das stimmt nicht, sondern, wie das auch immer funktioniert, ich verstehe es selber nicht, wahrscheinlich durch die niedrigere Voltzahl, die die Akkus ziehen, verdoppelt sich ja wieder die Ampere-Stärke. Also ich bin kein Physiker und kein Elektriker und kein Elektroniker, aber so kann ich es mir halt erklären.
denn der Hersteller gibt an, dass dann zwei Akkus mit jeweils 2 Ampere geladen werden. Und das ist ZZ, also ziemlich zügig. Und der Clou dieses Geräts ist jetzt, dass es eben für ganz viele Kamerahersteller funktioniert. Also wenn wir mal auf die Entwicklerseite kurz schauen, da wird eben beworben, dass es dieses Gerät jetzt schon für die gängigen Canon, Nikon und Sony Akkus gibt. Also nicht nur Sony FZ Akkus, sondern auch die großen Filmakkus. Sony NP ist sowieso immer dabei, wenn ihr das Set kauft und dann halt eben eine Kamera eurer Wahl. Und coming soon, Panasonic, GoPro und Fujifilm sehen wir hier unten. Das soll dann scheinbar irgendwann demnächst erhältlich sein. Okay, ich habe jetzt natürlich mir schicken lassen die Platte für Sony NP Akkus, das sind die großen, die ich in allen Lampen und Atomos Recorder, da hinten steht einer, jetzt hätte ich ihn fast runtergeschmissen. Und dann habe ich mir natürlich einen Adapter geholt für, ich glaube, den habe ich schon aufgemacht, der andere geht noch schwer auf. Und dann habe ich mir einen Adapter geholt für die Sony FZ100 Akkus, selbstverständlich, also für diese Kameraden. Und der Clou dabei ist jetzt, wir können jetzt auf dieser Seite mit einem leichten Switch hier, fasst sich alles nicht mega hochwertig an, aber funktioniert. Ja, da können wir jetzt einfach ein weiteres Dock anschließen, ja. Und schon haben wir die Möglichkeit, gleichzeitig 2 FZ100 zu laden und 2 Sony NP Akkus. Wir können aber auch ein zweites Kästchen hier anschließen. Ja? Also wer jetzt sagt, ich möchte 4 Sony FZ Akkus kaufen, der kann natürlich auch das auf der linken Seite hier abschließen und kann dann das hier anschließen. Für Canon ist das ein bisschen anders, da haben wir hier eine Ladeschale und auf der anderen Seite auch nochmal eine Ladeschale, sodass wir 2 Akkus laden können. So, jetzt habe ich das Ganze mal an den Strom angeschlossen. Hätte ich auch mal vor dem Video machen können, aber ich wollte es euch ein bisschen auspacken. Und wenn wir jetzt einen Sony-Akku einstecken, dann sehen wir schon, wie er aufgeladen wird. Ja, und das Gleiche ist natürlich jetzt, wenn ich einen NP-Akku nehme. Also der wird jetzt mit 3 Ampere geladen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn ich jetzt einen Sony-NP-Akku hinhänge, dann sieht man schon, dass der Sony-Akku nur noch mit 2 Ampere geladen wird, aber das ist sehr, sehr schnell. Wie gesagt, ich habe ganz viele Geräte, die dann nur noch mit 500 mA laden oder mit 850 oder 750 und das ist schon richtig, richtig gut. Und jetzt teilt sich natürlich die Stromstärke dann wieder so ein bisschen auf. Wenn ihr noch mehr Akkus reinschiebt, dann sind es halt irgendwann nur noch 1,5 Ampere, irgendwann nur noch 1 Ampere. Aber für 4 Akkus mit 1 Ampere ist richtig viel und meistens laden wir sowieso nur einen und der ist dann halt eben in der dreifachen Geschwindigkeit voll. Okay, ich brauche das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Ihr habt verstanden, um was es geht. Ich finde das eine sehr, sehr feine Sache, dass wir mal ein echtes Schnellladegerät haben, was für ganz viele Kamerahersteller funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Mir hat es gefallen, euch das mal zu zeigen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video mal wieder. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen. Natürlich aber auch, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Und vielleicht mal ein Feedback gebt, welches Akkugerät ihr denn habt. Vielleicht habt ihr sogar noch ein besseres am Start. Danke, dass ihr da wart. Ciao, bis zum nächsten Mal.